Die ruhige, gemütliche Jahreszeit ist angebrochen und ich muss sagen, ich liebe sie. Wer hätte es gedacht? Denn das ist meine Lieblingszeit zum Stricken. Und ich nehme euch heute mit in den Prozess, wie ich eine Strickjacke vom Entwurf bis zur fertigen Strickjacke stricke. Und ich nehme euch ein bisschen mit in meinen Alltag, wie die Entwicklung einer Strickanleitung so aussieht und auf eine kleine Umräumaktion in unserem Zuhause, um uns etwas gemütlicher für den Herbst einzurichten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe gerade festgestellt, dass ich kaum eine Strickjacke habe und vor allem keine so eine dicke, fluffige. Und ich habe noch hier diese Wolle von Wool and the Gang. Die habe ich schon eine Weile rumliegen in diesem Rostfarbton und irgendwie hat mir das gerade richtige Herbst-Vibes gegeben. Und ich habe beschlossen, eine Strickjacke zu stricken. Und ich dachte, ich habe da so eine Vorstellung von wie ich das machen möchte. Ich hätte gerne so Ärmel, die entweder so gerade bleiben oder so ein bisschen weiter gehen, aber zumindest nicht unten irgendwie schmaler werden oder sowas, sondern irgendwie so gerade bleiben und ein relativ langes Bündchen quasi haben, das aber gerade bleibt. Das macht jetzt vielleicht alles noch nicht so Sinn, aber ich habe da so eine Vorstellung in meinem Kopf, wie ich das gerne hätte. Das sind alle meine Gedanken zur Strickjacke. Und deswegen mache ich jetzt erstmal eine Maschenprobe und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen bei meinem Strickprozess mit beim Anleitung gestalten. Okay, ich habe jetzt hier die Maschen angeschlagen und das biegt sich jetzt hier so ein bisschen rund, aber ich habe genau 18 Maschen in der Breite. Das heißt, ich kann mir so ausrechnen, wie breit ich den Nacken quasi mache. Also ich beginne immer, wenn ich mir eine neue Anleitung mache, eigentlich mit einer Maschenprobe, einfach um zu wissen, wie groß das ist. Früher habe ich das oft nicht gemacht und musste dann sehr oft neu anfangen. Und deswegen, das mache ich jetzt inzwischen immer. Ich habe jetzt eine, halbwegs grobe Skizze davon gezeichnet, was ich machen möchte und trage mir, ich habe immer so ein kleines Büchlein, wo ich mir dann immer eintrage, was ich stricke, damit ich später noch weiß, was ich gemacht habe, wenn ich dann die Anleitung daraus mache. Und so sieht es jetzt hier gerade aus. Also ich nehme jetzt hier immer die Maschen zu und werde hier so auf der Schulter, beziehungsweise ein bisschen hinter der Schulter diese Maschen haben, immer diese Randmaschen und da werden dann der vordere Teil von abgehen, also nach vorne. Und das hier wird so der Rücken. Und den stricke ich jetzt hier noch weiter, bis die Schultern irgendwie so breit sind, wie ich sie haben möchte. Und dann, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann es gerade mache und dann wie so ein Cut runter oder ob ich das wie so ein bisschen wie so ein Übergang stricke. Könnte ich mir eigentlich auch ganz schön vorstellen. Das teste ich jetzt mal noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ich habe die Wolle vorher noch nicht benutzt. Ich finde die mega schön. Wie gut man das gerade erkennen kann, aber die fühlt sich wirklich ultra weich an. Ich bin jetzt gerade dabei und habe jetzt hier aktuell das Rückenteil so gestrickt und hier so ein ganzes Stück weiter runter und dann ergibt sich hier auf der Schulter so eine so ein breiteres Stück, was dann so nach hinten ausläuft. Und habe jetzt hier vorne angefangen, für das Vorderteil was dran zu setzen. Da habe ich gerade ein bisschen ausprobieren mit der Form. Und hier würde dann quasi auch wieder das andere dran kommen. Da probiere ich gerade so ein bisschen aus. So, ich habe gestern Abend noch einiges gestrickt und das Ganze sieht jetzt gerade so aus. Das hier ist der Rücken und hier habe ich die Maschen angesetzt für die Schulter und dann hier den vorderen Teil und hier so eine Rundung eingebaut, die dann hier so weiter wird, damit dann vorne die Strickjacke schließen kann. Ja, so sieht es gerade aus. Ich werde jetzt mal das Ganze verbinden und hoffe dann, dass das von der Größe her so passt. Muss ich dann nochmal anprobieren, wenn ich es verbunden habe.
sieht's gerade aus. Hier unten sind die jetzt verbunden. Und ich stricke jetzt gerade weiter und nehme dabei dann hier vorne noch so weiter auf. Ja, bin mal gespannt, wie die Form wird. Aber ich glaube, dass das ganz gut passen könnte. Ich arbeite gerade an Ärmel. Wir sitzen hier gerade entspannt auf dem Sofa. Guck mal ein bisschen YouTube. Und so sieht das Ganze gerade aus. Heute ist, glaube ich, Tag 3 oder 4, an dem ich an dem Pullover stricke, an der Strickjacke. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt gestern. Da habe ich euch nicht so viel mitgenommen. Es war Feiertag und wir haben einfach so ein bisschen entspannten Tag gemacht. Ich habe sehr viel gestrickt und ich zeige es euch mal gerade. So sieht das Ganze gerade aus. Da hinten habe ich noch keinen Ärmel dran und ich habe hier unten das gerade erstmal auf Seite gelegt und am Ärmel gestrickt und mache den so ganz weit und groß. Also ich möchte so einen schönen, weiten Ärmel haben und werde jetzt am Rand so ein Rippenbündchen machen und ich denke, dass ich ein verschränktes mache. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, aber ich finde aktuell irgendwie so verschränkte Rippenmuster sehr, sehr schön, weil die so definiert aussehen und habe da jetzt eine Maschenprobe für gemacht, um zu gucken, wie viele Maschen ich dann aufnehmen muss, damit es gleich weit bleibt. Weil ich möchte, dass der einfach weit bleibt, trotzdem so ein Rippenbündchen wechselt. Aber das zieht sich ein bisschen mehr zusammen. Das heißt, da muss ich ein paar Maschen aufnehmen. Das ist jetzt mein Plan. Und es soll so relativ lang werden. Vielleicht soll so fast 20 cm oder so Rippenbündchen. Das ist so meine Vorstellung aktuell. Genau, daran arbeite ich jetzt ein bisschen. Ich gehe jetzt in die Stadt und gehe nochmal zum Wollladen. Ich brauche nämlich noch ein bisschen mehr Wolle für den Cardigan. Ich denke, dass ich da nochmal 2-3 Knäuel mehr brauchen werde. Und wollte auch nach Knöpfen für vorne für den Cardigan schauen. Und genau, da mache ich mich jetzt auf und ich nehme euch ein bisschen mit. Ich bin zurück und habe leider nicht die Wolle gefunden, die ich brauchte. Die führen das im Sortiment nicht mehr. Aber ich habe andere schöne Dinge gefunden. Blumen auf dem Markt, Mittagessen, heute Mittag. Aber leider nicht die Wolle. Das heißt, die muss ich bestellen und einfach hoffen, dass die Farbe halbwegs gut dazu passt, weil die natürlich trotzdem immer ein bisschen variieren. Also Daumen drücken. Ich bin gerade am Cardigan. Ignoriert meinen Wollchaos da. Ich filme gerade am Cardigan, wie man italienische Runden abkettet. Wenn das Video kommt zu dem Vlog hier zum Cardigan, dann sollte das Video aber schon draußen sein und ihr schon gesehen haben. Ich finde einfach italienische Abkettung, ja, sieht einfach super schön aus und sehr professionell, finde ich. Hier habe ich mich übrigens gestern verbrannt beim Maronen rausholen aus dem Backofen. Genau, sieht einfach immer super schön professionell aus, finde ich. Ja, so sieht es gerade hier aus. Genau, und habe das jetzt 15 cm lang gemacht. Habe dadurch so einen ganz weiten, großen Ärmel und werde jetzt hier unten weiterarbeiten, um zu schauen, wie lange ich das mache. Hier dreht sich das immer nach innen, aber da kommt ja später noch was dran.
Und ich werde jetzt hier schon an der Länge mit dem Bündchen auch starten, weil es auch relativ lang werden soll. Vielleicht nicht ganz so lang wie hier, aber schon auch 10 cm, denke ich. Ja, so sieht's gerade aus. Was vorgenommen. Ich will das unten auch italienisch abketten, weil ich finde das einfach am schönsten aktuell. I don't know. Ist einfach irgendwie ein schöner Abschluss. Aber es ist eine ganz schön lange Strecke. Es wird dauern, aber es wird sich auch lohnen. Also der Körperteil ist fertig, bis auf der Kragen quasi. Aber ich habe es gerade unten abgekettet und ein Ärmel ist fertig und jetzt mache ich mich an den anderen Ärmel. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Also hier vorne werde ich drumherum noch einen Rand stricken. Vielleicht fange ich mit dem sogar an, weil ich ein bisschen, ich möchte gerne sehen, wie das aussieht. Ja. Und da werde ich auf jeden Fall Knöpflöcher für einbauen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall ist das gerade so der Stand. Heute trage ich übrigens eigentlich ein Polunder von meiner Polunder-Strickanleitung, die ich hier auf YouTube habe. Brigitte Nummer 2, in dem Beige-Ton, habe ich den hier gestrickt. Und an der Seite ist auf. Lieb ich für über so ein Kleidchen. Aber jetzt erstmal weiter. Ich habe jetzt hier gerade angefangen, den Rand für den Kragen zu machen und möchte das mit so einem doppelten. Hier gerade so viele Faden wegen den Knopflöchern. Aber ich möchte das mit so einem doppelten Kragen quasi hier einmal komplett rum. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er mir zu schmal ist. Also es ist jetzt nur dieses bisschen und ich hatte jetzt nur diese Knöpfe gerade da. Ich glaube, dass ich irgendwie was Bunteres gerne hätte oder was Helleres. Aber so von der Größe her, die eigentlich ganz gut finde. Aber die sind genauso breit wie der Rand. Und irgendwie hätte ich das gerne, dass der Rand ein bisschen breiter ist. Also mache ich das, glaube ich, nochmal auf. Okay. Also ich habe alles nochmal aufgemacht. Und den Rand jetzt etwas breiter gestrickt. Und ich bin sehr happy, dass ich das gemacht habe. Ich bin wirklich richtig glücklich darüber, dass ich das nochmal aufgemacht habe. Ich finde, dass der Rand von den Proportionen viel besser jetzt zur Strickjacke passt. Es dauert wirklich mega lange, das da drumherum zu stricken. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Also mache ich damit jetzt weiter. Ich bin so happy mit diesem Rand. Also der gibt dem Ganzen nochmal jetzt die richtige Struktur. Hier kommen dann die Knöpfe hin. So. Ich habe so ein bisschen cropped gemacht, weil ich persönlich trage eigentlich immer oder fast immer High-Waist-Hosen, sodass das gut von der Länge dazu passt. Und jetzt fehlt nur noch der eine Ärmel. Und einige Fäden müssen vernäht werden. Und ich brauche noch
Knöpfe. Ich glaube, ich habe euch letztes Mal, als ich in der Stadt war, gar nicht gesagt, dass ich vergessen habe, nach Knöpfen zu gucken. Also werde ich heute nochmal los und nach Knöpfen schauen. Ich hatte hier noch welche zu Hause, die sind aber, also die würden schon passen, aber es gibt den ein bisschen anderen Stil, als ich eigentlich wollte. Ich glaube, die sind mir irgendwie zu dunkel für dazu. Und ich hätte lieber ein bisschen was Helleres. Ich habe gerade meinen Wochenmarkt-Pullover, für den ich die Anleitung geschrieben habe, Anfang des Jahres eigentlich schon, beziehungsweise so im Verlauf des Frühjahres dieses Jahr. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, die Anleitung komplett fertig zu machen, nachdem Teststrickerinnen das gestrickt hatten, weil dann meine Prüfungsphase kam und dann dachte ich irgendwie, zum Sommer passt so ein Pullover jetzt nicht so gut. Und jetzt habe ich alles fertig gemacht und gerade auf Ravelry online gestellt. Bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback und auf die Pullover, die ihr vielleicht stricken werdet. Also sehr, sehr aufgeregt. Ansonsten stricke ich gerade an der Strickjacke weiter. Das ist absolutes Chaos, anderes Thema. Ich stricke gerade an der Strickjacke weiter. Der Rand vorne ist ja fertig. Ups, ein bisschen nah. Und jetzt stricke ich gerade am zweiten Ärmel. Das habe ich gerade gemacht. Und das Feedback von euch auf Instagram ist auf jeden Fall schon mal mega. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und jetzt arbeite ich hier fröhlich weiter an der Strickjacke am Ärmel. Und so sieht's aus. Okay, ich mache mich jetzt noch mal kurz auf und schaue mal nach Knöpfen. Die habe ich ja letztes Mal in der Stadt vergessen, danach zu gucken. Das heißt, da gehe ich jetzt mal gucken, was es so gibt. Und ich habe ein bisschen geschwitzt gerade am Fahrrad. Aber ich war erfolgreich und habe mehrere Knöpfe mitgebracht. Für die Strickjacke habe ich zwei unterschiedliche, da war ich mir ein bisschen unsicher. So einen leicht peachigen, also es geht so in so einen orange-rosa-peach. Und so cremefarbene, die so eine Struktur haben. Sieht so ein bisschen aus wie so eine geschöpfte Papierstruktur. Genau, das teste ich jetzt mal aus. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was mir da besser gefällt. Und dachte, ich nehme einfach beide mit, weil die sind sehr schön und ich kann die auch für ein anderes Projekt nochmal benutzen. Ausschnitt aber relativ weit und den weiten Ärmeln, beziehungsweise den weiten Ärmel. Der andere kommt jetzt, da bin ich jetzt gerade dabei. Ja, aber der ist so kurz. Ja, so aus. Vom ganzen Stricken. Mir tun langsam ein bisschen die Finger weh. Aber so sieht es gerade aus. Ich versuche heute den Ärmel fertig zu bekommen, damit ich für dieses Wochenende, für Sonntag, das Video dazu schneiden kann über den Prozess. Das heißt,
Ich versuche heute diesen Ärmel fertig zu stricken, aber dadurch, dass der so weit ist, dauert es schon ein bisschen länger. Ja, aber so sieht das gerade aus, auch mit den Knöpfen. Richtig happy. Genau. Und gestern Abend haben mein Freund und ich ein bisschen was bei uns umgestellt, weil wir dadurch, dass ich jetzt von hier zu Hause arbeite, also ich habe einen Teilzeitjob noch nebenbei und der ist auch im Homeoffice und dann mache ich die YouTube-Videos und die Strickanleitung, das mache ich eben auch von zu Hause. Das heißt, ich brauche irgendwie mehr meinen Schreibtisch und irgendwie einen Platz zum Arbeiten. Und den hatten wir vorher hier im Wohnzimmer, da neben dem Sofa. Das Sofa stand ganz bis zur Wand ran und dann haben wir genau hier eben den Schreibtisch gehabt. Und es, dadurch, dass ich da meinen Filmkram hatte, meine ganzen, ja, mein ganzes Equipment und so weiter, war das immer ziemlich unordentlich. Sind wir aber ehrlich, ich bin nicht immer der ordentlichste Mensch, wir beide nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir irgendwie ein ziemlich unruhiges Gefühl hier in meinem Wohnzimmer hatten. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze ein bisschen umzusortieren, umzuordnen und ein bisschen mehr Stauraum zu schaffen und den Platz auch zu ändern. Und haben den Schreibtisch jetzt ins Schlafzimmer gebracht und wollen, da hatten wir vorher so ein kleines Schränkchen stehen und wollen den hier hinstellen und das mache ich jetzt mal. Ich brauche gerade eine kleine Pause vom Stricken und genau, deswegen werde ich das jetzt machen. Wir haben auch den Tisch umgestellt. Ich habe ein bisschen mitgefilmt gestern Abend, aber es war schon super dunkel und es war irgendwie so eine, komm, wir machen jetzt mal Aktion. Aber es fühlt sich schon sehr, sehr viel besser an. Ich habe gerade die Strickjacke fertig gemacht. Ich bin richtig, richtig happy mit dem Ergebnis. Es muss auf jeden Fall noch einmal gewaschen werden, damit ich das richtig legen kann und richtig, ja, sich die Maschen richtig legen und das so in der Form bleibt. Also werde ich dem Ganzen gleich ein Bad geben, aber ich wollte euch erstmal einmal zeigen, wie es aussieht. Ich habe hier jetzt so eine fallende Schulter hinten eingebaut. Also die hier etwas hinter der Schulter liegt und hier so runter geht. Und dann vorne haben wir eben diese kurze Knopfleiste und einen relativ weiten Ausschnitt. Genau, die Ärmel sind wie gesagt so weiter und dadurch so ganz kuschelig. Genau, und haben ein relativ langes Bündchen in dem Rippenmuster jetzt. Und hier unten an dem Rand habe ich dann auch das Rippmuster, das Verschränkte eingebaut. Ich finde, dass die italienische Abkettung und auch dieser doppelt gestrickte Rand bei der Knopfleiste, dass das das Ganze nochmal etwas besonderer macht. Also zumindest gefällt mir das persönlich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt kann das Ganze noch gewaschen werden. Das war an sich der Prozess, wie ich diesen Pumpkin Spice Cardigan, wie ich ihn nenne, gestaltet habe, wie ich daran gegangen bin mit der Strickanleitung,
Ich werde das Ganze verschriftlichen und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und auch, ob euch diese Art Video gefällt, also dass ich euch einfach auch so ein bisschen mitnehme und den Prozess dahinter zeige. Ich bin sehr gespannt, wie euch das so auch gefällt. Wenn ihr jetzt schon eine Strickjacke stricken wollt und noch nicht warten möchtet, bis dieses Muster raus ist, verlinke ich euch hier ein Video. Ich habe nämlich schon mal eine Strickjacken-Anleitung hier auf YouTube gemacht. Guckt da gerne mal vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.